Hallo zusammen und willkommen zu meinem letzten Test von Underrail, einem Spiel, das ich schon ziemlich lange auf meiner Reinschnupperliste habe, aber dann fehlte immer noch mal wieder was zwischendurch. Also am Anfang hatte es komplett keinen Sound, dann soll es noch tierisch unbalanced gewesen sein und dann habe ich es immer wieder so ein bisschen vor mich hingeschoben. Aber nachdem ich gestern zum x-ten Mal Mad Max Fury Road gesehen habe, war ich doch wieder in der Stimmung für sowas in der Richtung. Also düster, abgefahren, postapokalyptisch und so. Und ja, deswegen schauen wir jetzt mal rein. Es wird blind sein. Also ich hatte einmal vor einem halben Jahr reingeguckt, glaube ich, und einmal vor einem Jahr. Aber halt immer nur so ein paar Minuten, um zu gucken, ob da grafisch irgendwas gemacht wurde oder soundmäßig. Sollte sonst blind sein. Es ist komplett auf Englisch. Ich werde die Sachen auf Englisch vorlesen. Ich werde sie lose übersetzen zwischendurch, wenn es gerade in die Situation passt. Aber falls ihr kein Englisch könnt, dann hier schon mal eine faire Warnung vorher, dass ihr vielleicht woanders das gucken solltet. Okay, fangen wir an. Ich weiß, es soll, sieht Fallout 2-artig aus. Und es soll ziemlich schwer sein und man kann sich verskillen können und all solche anderen Sachen, die ich ganz gerne mag. Also, neues Spiel. Wir spielen... Provides a lot of challenge to an average hardcore gamer. Bin ich ein average hardcore gamer? Ich glaube schon, ich bin kein wirklich guter. Aber ich ziehe es nach und nach durch und lerne aus Schmerz. With less room for error in combat, this is the way the game is meant to be played. Okay, das sollte man so lassen. Wenn ein Entwickler einen Plan hat, wie es gespielt werden soll, dann sollte man es auch primär so zuerst spielen. Erfahrungspunkte. Das gab es vorher nicht. Oddity XP System. You gain experience by collecting oddities scattered across Underrail and by completing quests. Higher-end oddities are found in progressively more dangerous and hard-to-access areas. No experience is granted for skill usage or skills. Kills. Okay, das heißt, man kriegt Erfahrungspunkte durch das Einsammeln von Gegenständen. Das heißt, man wird dadurch indirekt aufgefordert, mehr Quests zu machen und mehr Gebiete zu erforschen. Und nicht einfach nur fürs Töten. Kann ich nachvollziehen. Also gerade bei Fallout und ähnlichen Spielen war man doch ab und an mal in Versuchung, alles zu töten, was man töten konnte. Also ich habe New Reno meistens aufgeräumt, von den ganzen Gangstern da, weil es halt guten Loot gibt und gute Erfahrungspunkte. Aber es macht nicht wirklich viel Sinn vom RP her. Klassisch wäre wahrscheinlich einfach nur töten, huh? You gain experience by killing enemies, completing quests and utilizing certain skills. Nee. Also das war wohl mal zeitlang in der Spielentwicklung das Mittel der Wahl, aber wenn jetzt das hier das neue System sein soll, dann nehme ich auch mal das neue System. So, Enter Name. Wir sind Marcus. Also wir spielen einen etwas böseren Charakter. Ey, ich finde es gut, dass es so viel Auswahl gibt bei den Porträts. Wer sieht denn von euch am ehesten nach einem Markus aus? Kann man nichts falsch machen, hä? Nee. Oh ja, das ist ein Markus. Okay. Wir haben unsere Standard-Stats. Stärke. Für Melee-Damage und Traglast ist auch wichtig für Leute, die schwere Waffen nutzen wollen. Also sowas wie ein Sniper-Gewehr oder ein Assault-Rifle. Und ja, ein Sniper-Gewehr ist eine schwere Waffe. Das ist in den meisten Spielen nicht so, aber ein richtiges Scharfschützengewehr, gerade ein hochkalibriges, ist hammerschwer. ja, Dexterity ist für Schlösserknacken, Diebessachen, Wurfwaffen, Initiative und Crit-Chance. Ich mag keine Crits. Verringert ebenfalls die Aktionspunktekosten von unbewaffneten und leichten Waffen. Wir könnten Monk spielen. Ich weiß es nicht. Also es soll eine große Auswahl an Skillmöglichkeiten geben, in welche Richtung man geht und was für ein Bild man seinem Charakter gibt. Aber man sollte sie auch richtig gut verskillen können. Deswegen weiß ich nicht, ob wir am Anfang jetzt sowas Abgefahrenes machen sollten, wie jemand, der nicht Nahkampf, der nicht Fernkampfwaffen nutzt oder so. Nee, wir nutzen alles, was wir können, um zu überleben. Mehr Lebenspunkte und verringert Gift und Disease. Ich mach mal, oh, wir haben nicht so viele Punkte. Ich mach mal Konstitution mehr und Stärke
Willenskraft, auch wenn ich weiß, was es macht, aber es passt ganz gut zu Markus. Bisschen Dexterity. Also Perception ist besser versteckte Dinge sehen, Passagen und Kreaturen. Okay, Willenskraft. Dass man seine Aktionen durchführen kann, obwohl man mentale Schwierigkeiten hat, sowie Schmerz, Suggestion oder Overwhelming Odds. Kannst du auch einen Skill dumpen? Dumpen ist gemeint, dass wir alles auf einen Punkt setzen. Bei den meisten anderen RPGs ist es so, dass der erste Punkt halt einen Punkt kostet, der zweite kostet dann zwei oder, ne, eskalierend mehr. Ja, ich kann also auf einen ballern. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, hier alles auf Konstitution und er ist ein Megatank. Also Willenskraft. Und es beeinflusst auch stark die Psi-Fähigkeiten und die Psi-Punkt-Regeneration. Also es ist dann schon eine abgefahrenere Art von Science-Fiction, ha? Huh? Und Intelligenz macht ebenfalls Psi-Aktivität. Ja, okay, nee. Nee, Markus ist kein Psioniker. Er ist Stärke, Dex, AG, Konstitution. Konstitution. Okay. Skills, was haben wir da? Guns ist... Oh, es ist nicht Pistole. Das sind alles Feuerwaffen. Das heißt, egal ob es eine einhändige Pistole ist oder ein Sturmgewehr, sind alles Guns. Wurfwaffen, Crossbows, Melee. Wir haben 120 Punkte. Ui. Warum ist da in Klammern was? Ah, Related Base Ability. Das heißt, wir haben 10 Punkte drin, aber dank unserer Stärke oder Dexterity sind wir auf 12. Ich nehme mal... Oh. Können maximal 15 Punkte reinsetzen, okay. Ich kann Markus ganz gut sehen mit einer Submachine Gun oder ähnlichem. Und da Rohrzange oder irgendwas in einer anderen Art für einen Nahkampf. Wurfwaffe von Crossbows ist zu schickimicki. Kein Stealth. Na, wobei er war Jäger, ne? Ja, okay, geben wir ein bisschen Stealth. Ein bisschen Lockpicking. Oh, und es gibt Synergie-Skills. Ja, Synergies. Mechanics und Traps. Das heißt, wenn ich jetzt Traps steigere, steigert auch Lockpicking? Ja, aber nur so bedingt. Aber Fallen und Schärfen klingt gut. Mechanisch, Electronics, Chemistry. Es gibt also anscheinend auch Crafting, weil hier bei Chemistry steht bei, dass das primär genutzt wird von zu der Herstellung von verschiedenen Gegenständen. Lederverarbeitung, hier kommen die ganzen psionischen Sachen, das machen wir nicht. Einschüchtern, ja. Einschüchtern, Max. Krams verkaufen auch. Damit kennt er sich überhaupt nicht aus. Nö, dann die restlichen Punkte auch noch da rein. Kleines bisschen ausweichen. Zwischen Dodge und Evasion. Dodge erhöht deine Chance, Nahkampfangriffe auszuweichen. Ja. Evasion. Oh, okay. Erhöht deine Chance, Fernkampfangriffe auszuweichen. Und Flächeneffekten. Und das hat auch einen Synergiebonus zusammen mit Dodge. Okay, ich denke, so ist okay. Dann Feats. Das sind die Perks, die man auch so von Fallout kennt oder ähnlichen Spielen. Ninja Looter. Pickpocketing Time bei 50%. Nein, Opportunist. Increased Carry Capacity. Das kann eigentlich immer alle meine Charaktere gebrauchen. Paranoia. Quick Pocket. Extra Utility Slot. Snooping. Sure Step. Zeig mal. Oh, Hammer. Ja, das sind jetzt alles extra Perks, die freigeschalten werden im Laufe des Spiels. Gucken wir mal hier. Brauchst du zum Beispiel 65 Melee Skill und 8 Dexterity. Das heißt, man könnte sich hier von vornherein ein Bild überlegen und dann auch am Anfang die Stats verändern. Weil ich weiß halt nicht, ob man die Stats noch verändern kann. Das war auch krass bei Fallout 1 und 2.
Wenn man nicht von vornherein 7 oder 8 Punkte in Perception reingetan hat, dann konnte man halt nicht den Sharpshooter-Perk später bekommen. Was ziemlich nervig ist, wenn man eigentlich ein Fernkampfbild ist, aber das kann man am Anfang halt nicht wissen. Aber nein, wir wollen ja erstmal nur testen. Das heißt, du bekommst jetzt einfach irgendwas, was jedem hilft, wie zum Beispiel hier Pack Red Hound und Snoop Burglar. Oh, bessere Heilung. Das klingt doch gut. Akzeptieren. Hadrian Tenner. Sind wir der da? Wer sind wir? Alright, last topic. Of course, Earthquake Repairs. Continue. Ich setze jetzt erstmal los, das geht für mich schneller. Was ist die Situation im Südtunnel? Wir müssen tiefer graben, um mehr Explosives zu deponieren. Warum siehst du genauso aus wie wir? Das ist sehr irreführend. Na gut, also wir müssen tiefer graben, um die Sprengsätze anzubringen, oder wir riskieren mehr Schäden an den Tunneln. Vera Hale, das wird dann wohl sie sein. So gut wie jeder arbeitet in Schichten hier, sollte also nicht mehr allzu lange dauern. Hadrian, der wohl der Anführer der Truppe hier ist, nickt. Gorski, wie sieht die Sicherheit aus? Ich habe einen Mann am Höhlenausgang und das ist genug. Soweit es nach mir geht. Automatische Sicherheitsvorkehrungen sind stark. Und solange wir wissen, dass Crossroad und die Cove sicher sind, kann sich keiner an uns ranschleichen. Ich habe außerdem noch einen Mann an dem Underpass. Und er wurde beauftragt, das Tor nicht zu öffnen, egal was passiert. Ich habe das Gefühl, wir werden diesen Mann gleich treffen. Oder selber sein. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist einer von diesen Lurkern, die sich an uns ranschleichen. Okay, alles andere betrifft nur die Plattform Security Worker und die Tunnel, okay. Und danke für den Sub. Gut. Falls nicht noch irgendjemand anderes was einzuwerfen hat, beendet dies unser Ratstreffen. Oh, wartet, eine Sache noch, falls ihr nicht informiert wurdet. Ich habe einen neuen Bewohner der Station hinzugefügt. Dieser Markus-Typ. Ah, okay, also wird auch nicht der Typ unten im Tunnel. Ja, ich denke, wird eine gute Mischung sein für unsere Station. Er und Wenzel sind immer noch an dem Schießstand, aber sie sollten jeden Moment fertig sein. Du baust zu sehr auf deine Tests, Tanner. Alles, worum ich mich kümmere, ist, wie sie sich in Gefechtssituationen verhalten, nicht wie viele Punkte sie bekommen. Nun, wir werden es früh genug rausbekommen. Am besten gib ihm sofort neue Arbeit. Wir brauchen alle Hände, die wir haben können. Jo, alles klar. Also wir sind wohl gerade auf dem Schießstand, um Punkte zu sammeln, um... Ja... zeigen, wie toll wir sind. Wenzel. An unexpected John interrupts Wenzel. He instinctively raises his left hand to cover his mouth, forgetting that he is wearing a respirator. A tiny smile creeps up on your face due to this very fact, yet you understand that after so many hours of testing, these kinds of lapses tend to sneak up on people. Also wir sind wohl eine ganze Weile schon hier dabei. Und warum haben wir nichts angezogen? Entschuldige mich, alles in allem sind wir soweit fertig. Ich habe noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Aber solltest du nicht noch einmal auf der Testing Range was ausprobieren wollen, musst du nicht länger hier bleiben. Ja doch, ich würde ganz gerne testen, wie man schießt, bevor ich irgendwo draußen rumtingle. Und er ist nicht gerade glücklich darüber, dass wir jetzt nochmal da weitermachen wollen, aber er nickt schließlich. Kein Problem. Okay, er beobachtet uns durch die Kameras. Und wir machen weiter, sobald du das Tor durch bist. Okay, also das ist jetzt das eigentliche Spiel.
Wir haben unten unsere Hotkeys. Stealth Mode. Unarmed. Musst du gerade hören, ob das Dröhnen aus dem Spiel kommt oder von meinen Ventilatoren. Aber nee, das gehört so. Quick Invoker. Kann man ranscrollen? Nein. Durch das geht oder durch das geht? Kannst du mich hören? Laut und klar. Aber ich höre immer noch dieses Brummen im Hintergrund. Gut, nun schnapp dir deine Waffe und deine Rüstung von dem Kabinett. Ich denke, es sind noch ein paar EMP-Granaten. Okay, Tab, um alle Sachen zu highlighten, die man mit denen interagieren kann. Du wirst gegen 3 Bots kämpfen. Waffen ausrüsten. Ja, das sollte alles selbsterklärend sein. Ja. Hier, Shelf. Wir hätten gerne Pistole, keine Armbrust. Sledgehammer und den... Warte. Oh ja, viel besser. Das geht richtig auf den Geist. Pistole, müssen wir die Munition auch ausrüsten? Nein, können wir die... Okay. Insulated Overcoat. Stealth Increase plus 3. Du machst gar nichts, ne? Ne. Oh, das sieht schon besser aus. Ich bin bereit. Denke ich. Initiative? Nein, wir schießen einfach. Linke Maustaste. Was haben wir da rechts? Aktionspunkte wahrscheinlich, hm? Movement Points 29, Action Points 50. Das heißt, wir können jetzt gehen. Ne, warte, ich schieße. Out of Ammo. Mist. Ich hätte doch lesen sollen, wie man nachlädt. Help. Hold Shift to access weapon reload. Okay, warte. Shift. Reloading. Und dann gehen wir in Deckung. Und Runde zu Ende ist wo? Space. Hi. Pistole auf. Ist ein bisschen irreführend, dass man die Kamera nicht drehen kann. Kann man die Wände irgendwie ausblenden? Video? Nein. Man kann doch. Nochmal leiser machen. Man kann 200% ranzoomen. Ja, ich würde schon ganz gerne sehen, was passiert. So, warum kann ich auf den Bot schießen? Kann ich, short-circuited. Okay. Müsste der andere nicht auch irgendwo sein? Hier waren noch 3 von euch. Ah, hi. Ist. Okay, man sollte Tab mehr benutzen, damit man halt auch sehen kann, wenn Gegner hinter der Wand sind. Was? Habe ich verklickt? Ja, habe ich verklickt. Dann geh doch mal an den da ran. Ich würde gerne die Nahkampfwaffe ausprobieren. Da. Tong. Fertig. Wer beobachtet, ja. Gute Arbeit, Markus. Jetzt möchte ich, dass du ein paar Gegenstände von dem Spind dort nimmst. Es sollte eine Batterie sein, ein Heckrohr und 2 Dietriche. Wir sollen die Tür knacken. Ja, okay. Vom Inventar oder vom Action Bar. Das kriegen wir schon raus.
Ich hätte gern den Hexor MK2. Lockpick MK2 und Supercharged Lithium, bla. Die zieht. Wow, Oddities. Nein. Die ziehst du bitte mal gleich hier runter. So, dann sollen wir die Tür knacken. Das heißt, wir aktivieren jetzt die Lockpicks und klicken drauf. Ja, dauert eine Weile. Lock disabled. Und dann die beiden auch noch knacken, ha? Huh? Ja, nichts drin. Und da brauchen wir den Hekor. Der Hekor hat keine Energie, das heißt, wir müssen den Hekor aufladen. Und dann daran wappen. Und normalerweise würde jetzt wahrscheinlich irgendein Skillcheck laufen, aber da es das Tutorial ist, ist egal. Okay. Ah, und das Ding poppt jetzt mal wieder auf, weil ich WASD drücken will, aber das funktioniert nicht. Man scrollt mit rechter Maustaste gedrückt halten. Gut, jetzt für den letzten Raum. Hier gibt es einige Sentry-Bots und eine Kamera. Versuche dich, um den Bot herumzuschleichen, falls du es kannst. Und dieser wird sich nicht abschalten nach einem Treffer. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger. Also, wir sollen in Stealth-Modus gehen. Und während wir im Stealth-Modus sind, werden alle Charaktere, Freund oder Feind, mit einem Symbol über ihren Köpfen indiziert, ob sie dich sehen oder nicht. Dein Skill, Nähe zu dem Charakter, Beleuchtung und seine Orientierung beeinflussen halt, ob sie einen sehen oder nicht. Wenn man getroffen wird, wird man automatisch aufgedeckt. Genauso wie wenn man irgendwelche Charaktere anstupst. Und eine Kamera kann einen immer sehen. Okay. Bla bla bla. Okay. Und jetzt schleichen wir mit unserem kleinen. Ich hätte erwartet, dass er irgendwie hincrouched oder so. Nicht, dass er einfach nur transparent wird, aber okay. Da ist die Kamera. Oh. Da ist die Kamera. Wo ist der Bot? Da ist der Bot. Okay, gut, weiterhin hierher. Jetzt ist sie wieder ruhig. Sprint mal da in die, also husch mal da in die Ecke. Nein. Okay, also man hat bei der Kamera sehr viel Zeit. Oh. Fuck. Dann halt so. Mist, geht nicht weiter. Letzte Teile. Mach ich jetzt keinen Schaden. Crunch. Okay, also wir haben die Grundzüge vom Schleichen verstanden, aber erfolgreich gefailt. Und damit sollten wir fertig sein im Tutorial. Lass mich raus. Okay, ich bin hier fertig. Willkommen in der Southgate Station. Geh und ruh dich aus. Ah, alles klar. Mirasha meint gerade, der Grafikstyle gefällt mir, hat was Nostalgisches. Ja, definitiv. Aber es hat auch ein paar negative Sachen, die man mit so älteren Spielen assoziiert. Also die Perspektive ist teilweise sehr unpraktisch. Man kann nicht wirklich gut sehen, wo man hingeht, weil halt alles Quadrate sind, aber man sieht die Quadrate nicht. Die Sounds sind so lala und es gibt nicht für alle Sounds. Es gibt auch nicht für die meisten Sachen Grafiken und so. Also man merkt schon sehr, dass es ein Indie-Spiel ist. Und dafür, dass es jetzt schon seit, keine Ahnung, 5 Jahren oder so auf Steam in Entwicklung ist, gefühlt. Ja, mal schauen.
So, ich will jetzt nicht das machen, was das Tutorial von mir will oder das Spiel von mir will. Ich will mein eigenes Ding machen. Einfach nur um zu gucken, wie sandboxy das Ganze ist. Haben wir hier den Krams? Alles mitnehmen. Was haben wir an? Nur das Hemd. Wir haben keine Waffe. Mechanical Repair Kit, Patching Kit, Flare. Leather Armor. Leather Armor klingt gut. Das ist aber schon mal ein Pluspunkt. Also dass die unterschiedlichen Rüstungen. Was ist schon auf dem Maximalstufe? Also dass verschiedene Rüstungen auch wirklich optisch verschieden dargestellt werden. Hat auch schon ein Add-on, oder? Ja. Das macht's nicht besser. Addon sollte man erst machen, wenn das alles andere so okay ist, finde ich persönlich. Shells. Tisch, Kompass, Credits und mein Haustürschlüssel. Nachrichten. Eine Keycard von Wayne. Ich habe deine Tür gefixt. Die Keycard sollte jetzt funktionieren, okay? Und willkommen von dem Tenner-Typen. Besuch mich in meinem Büro in den Commons, sobald du dich ausgeruht hast. Ja, nee, ich will mich erstmal umgucken. Was bist du da oben eigentlich? Du bist momentan in einer kontrollierten Zone. Fallen stellen oder Sprengsätze anbringen könnte Leute provozieren. Ja, das kann ich nachvollziehen. Es gibt wohl auch verschiedene Fraktionen. Ha. Klick. Oh. Sverdelicht. Wir haben einen Kaktus. Broken Pixel. Na gut, gehen. Also erstmal Licht ausmachen. Jetzt raus. Erst was er macht. In der neuen Station plündern. Hallo Kamera, du bist jetzt meine liebe Kamera, weil wir sind hier in einem Gebiet von uns. Das hier sind alles Nachbarswohnungen, da sollte ich wahrscheinlich nicht angreifen. Aber was meinst du, also an mich gerichtet, mit noch in der Entwicklung, Gerogon? Ist doch kein Early Access mehr. Ein Spiel kann ruhig von sich behaupten, dass es nicht mehr Early Access ist. Das sagt für mich nicht wirklich viel darüber aus. Für mich ist es nicht mehr Early Access, wenn es komplett ist. Und es sieht ehrlich gesagt nicht so komplett aus. Achso, das sind Toiletten, ne? Ja. Das ist ein Fahrstuhl nach oben. Ja, ich denke, das sind alles hier Privatwohnungen. Da sollten wir nicht reingehen. Was haben wir hier? Also anscheinend haben wir schon von vornherein jetzt komplette Auswahl, wo wir hingehen können. Da waren wir eben gerade fürs Tutorial, denke ich. Gehen wir mal raus. Was bestimmt keine gute Idee ist. Hi. Haben wir Erlaubnis rauszugehen? Nein. Zurück. Engineering und Cyber Labs. Gucken wir, ob wir hier irgendwo hin können. Hallo, wir sind auf der Suche nach Loot und Aufgaben. Hallo, Harold. Howdy, du musst der Neue sein. Mein Name ist Harold. Irgendwann wird dir ein Baum aus dem Kopf wachsen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Nett, dich zu treffen, Harold. Ich bin Markus. Hast du irgendwas zum Tauschen?